Chelsea soll interessiert sein, der FC Bayern angeblich auch. Was wäre, wenn du nicht so verdammt loyal gewesen wärst? Vielleicht sogar der ein oder andere Titel, das wäre schon drin gewesen. What if God was one of us? Das hat Joanne Osborne gefragt. What if I had never let you go? Das hat Kate Winslet gefragt. Beide haben mit Fußball wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel am Hut, aber natürlich fehlt es auch in unser aller Lieblingssport nicht an What ifs. Was wäre, das hat schon Christoph gefragt, wenn Adriano der frühe Tod seines Vaters erspart geblieben wäre? Was wäre, wenn Schalke 2001 wirklich Meister geworden wäre? Nun bist du weder Brasilianer noch Schalker und dein persönliches What-If ist außerdem ein ganz anderes. Was wäre, wenn du nicht so verdammt loyal gewesen wärst? Also Weltfußballer wärst du wahrscheinlich nicht geworden, aber ein bisschen mehr Kohle, ein bisschen mehr Erfolg und vielleicht sogar der ein oder andere Titel, das wäre schon drin gewesen. Jetzt bist du nicht der erste Spieler, der sich gegen das große Geld und gegen die Aussicht auf große Titel entschieden hat. Steven Gerrard und Francesco Totti haben sicherlich beide gut verdient und auch beide den ein oder anderen Pokal gewonnen, aber für beide wäre mehr drin gewesen, wenn sie nicht Liverpool und Rom die Treue gehalten hätten. Trotzdem sind das nicht die Spieler, mit denen ich dich vergleichen würde. Zum einen, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass du dieses Niveau niemals hattest. Klar, du warst gut und bist es auch immer noch, hattest sogar mal internationales Format, aber Weltklasse, das wäre dann doch etwas zu viel des Guten. Doch es gibt noch einen Grund, warum ich dich nicht mit Totti oder Gerrard vergleichen möchte, denn du hast ein Opfer gebracht, das diese beiden niemals bringen mussten. Wir reisen zurück zum Ende der Saison 2016-17. Beim Confederations Cup hast du gerade deine Länderspiele 30, 31, 32 und 33 für Deutschland gemacht. Im Team von Jogi Löw bist du dabei genauso gesetzt wie ein Jahr zuvor bei der EM in Frankreich. Am Ende hältst auch du den Pokal in den Händen, also den Confederations Cup natürlich. Es ist der perfekte Abschluss für die bis dahin wahrscheinlich beste Saison deiner Karriere. 33 Bundesligaspiele über 90 Minuten, nur eine Gelbsperre verhindert deinen Einsatz gegen die Bayern am 23. Spieltag. Am Ende reicht es für dich und dein Team sogar für den Europapokal. In dem kannst du allerdings nur 35 Minuten mitspielen. Du verletzt dich schon im ersten Gruppenspiel schwer. Als du wieder auf den Platz zurückkehrst, ist die Hinrunde der Bundesliga bereits gelaufen. Plötzlich trägst du die Kapitänsbinde am Arm und führst eine Mannschaft aufs Feld, die davor in 17 Spielen gerade mal 6 Punkte geholt hat. Den 18. Platz werdet ihr bis zum Saisonende nicht mehr los. Am Ende steht der Gang in die zweite Bundesliga. Zwischenzeitlich sieht es so aus, als könnte das wiederum nicht für dich gelten. Der FC Chelsea soll interessiert sein, der FC Bayern angeblich auch. Besonders heiß sind die Gerüchte rund um den BVB. Die Realität sieht allerdings anders aus. Am 23. April verlängerst du deinen Vertrag bis 2023 und gehst mit runter in die zweite Liga. Was damals ewig weit weg schien, also das Jahr 2023, ist heute nur noch ein paar Monate entfernt und ein wenig fühlt es sich nach Déjà-vu an, zumindest wenn man ans Ende der Saison 2016-17 denkt. Wieder ist es die dritte Saison nach Wiederaufstieg und wieder habt ihr euch für den Europapokal qualifiziert. Mit 30 Einsätzen und 6 Vorlagen hast du maßgeblich dazu beigetragen, wie das ein echter Kapitän ebenso macht. Als dann fast klar war, dass es nach Europa geht, hast du in der Kabine gesungen, von Heimweh. Das war wunderschön, aber irgendwie auch ein bisschen komisch, denn warum solltest du Heimweh haben? Schließlich bist du schon zu Hause. Du bist der Kronprinz von Köln. Du bist Jonas Hector und du hast mehr Liebe verdient.